Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Mann, heute spielen wir einfach mal zum allerersten Mal Among Us. Und zwar bin ich auf dem Handy. Und ja, Mann, wir werden jetzt hier warten und ein bisschen in die Runde gehen. Und ja, Mann, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Game. Ich habe mir ein bisschen ein Video angeguckt, aber so richtig was darüber weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Runde. Let's go. So, jetzt bin ich gespannt, was ich werde. Okay, ich bin Besatzung. Also ich weiß so ein bisschen was nur über Among Us, aber ich kenne mich jetzt nicht so richtig aus. Und ja, ich habe hier noch einen alten Account, der ist aber wirklich schon ein bisschen her. Also keine Ahnung, wie lange das schon her ist. Und schon so über 5 Jahre, glaube ich, schon so. Und damit habe ich ein bisschen viel Among Us gezockt, aber jetzt weiß ich gar nichts mehr darüber. Ich weiß nur, dass wir hier oben, da oben die Aufgaben haben. Also oben in der Ecke. Und wir die halt erledigen müssen. Aber wofür, weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall eben, falls dass es Imposter gibt. Also hier ist zum Beispiel jetzt jemand gestorben. Und irgendwer ist jetzt der Verräter von denen, das weiß ich schon. Ich will euch jetzt noch nicht voll plappern damit, was ich hier mache. Und ja, Mann. Ich glaube, man muss jetzt erraten, wer der Imposter ist. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich überspringe jetzt mal die Runde. Und ja, Mann, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, die Umfrage ist fertig. Einer geht tatsächlich mal wieder auf mich. Sieht man ja diesen Typen. Aber keiner ist raus und die Runde wurde übersprungen. Da geht es direkt weiter. Sie sind natürlich direkt die am Start. Renn nach oben. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich laufe jetzt mal ein bisschen herum und wenn was Spannendes passiert, melde ich mich wieder. So, Freunde, es wurde eine Leiche gemeldet. Ich habe gar keine Ahnung, wer ist. Hat schon jemand geschrieben, dass dieser für Puzzle-Verräter sein könnte. Ja, der hat jetzt gerade tatsächlich sogar das gesagt. Ich habe gar keine Ahnung, wer ist. Deswegen. Also, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass der grüne Funnel-Two da oben auf jeden Fall nicht ist. Deswegen würde ich sagen, überspringen wir die Umfrage. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Alter, schon wieder ist die Umfrage vorbei und 2 Leute haben für mich abgestimmt. Aber die meisten waren für diesen Pink-Typen da. Deswegen gucken wir mal, wer Verräter war. Er scheint Verräter gewesen zu sein. Und ja, Mann. Ich werde jetzt, glaube ich, hier einmal zu den Kameras gehen. Damit ich nicht so gelangweilt bin bei der Zeit. Moin, der Timex hier. Die kommt zu mir. Aber will mich nicht killen, okay. Ich werde mich auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich hier jemanden sehe, der ein bisschen sus wirkt. Okay. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wer auf jeden Fall nicht ist. Und zwar sind es ein paar Leute. Jetzt bin ich nur gespannt, wer sein könnte laut den anderen Leuten. Und ja, Mann. Er schreibt hier schon, wo war die Leiche und so. Ich war bei Navigation. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Arvid Weber. Einfach mal so auf random. Weil ich, ja, sehen wir auch schon, jemand vermutet den auch. Weil die anderen, finde ich, alle sind für mich unsass. Genauso, also ja. 3 für mich. Was ist denn hier los? Ich bin unsass. Aber warum sagen jetzt alle ich? Naja, egal, wir müssen ja dann wohl jetzt raus sein. Frag mich nur, warum? Dann würde ich sagen, beobachten wir hier einmal den lieben David Weber oder Arvid, keine Ahnung. Da ist er ja. Er läuft hier schon so herum. Okay, er ist durch den Schacht gegangen. Damit wissen wir jetzt zu 100%, dass er sein ist, es sei denn, wie heißt denn das nochmal? In dem Video, ich habe mir halt ein paar Videos vorher angeguckt, bevor ich das Video hier aufnehme. Und da war, stimmt, man kann auch Ingenieur sein, dann ist man, glaube ich, kann man auch in Schächte gehen, so viel ich weiß. Und ja, man, da wurde jemand gekillt.
Wer war's denn? Ich glaube tatsächlich, da David war's. Wie oft der in die Schächte geht, Digga. Naja, wir sehen uns gleich, wenn die Leiche gemeldet wurde oder was auch immer. Und ja, Mann, bis gleich. So, Freunde, die Leiche wurde direkt jetzt gemeldet. Und ja, jetzt müssten eigentlich alle wissen, wer Verräter ist. Und auf jeden Fall schon einige dead, wie man sieht. Und ja, ich hoffe, die Stimme jetzt... Vor allem sagen hier welche, dass dieser Tinny da ist. Warum auch immer. Aber ja, Mann, wir überspringen mal kurz die Umfrage und bis gleich. Und wir haben gewonnen. Keine Ahnung, wer Verräter war. Ich glaube, der hat gerade verlassen. Wir können sie jetzt nochmal kurz in der Zeitlupe abspielen. Ja, ihr seht jetzt auf jeden Fall den Verräter, der Verräter war. Und ja, Mann, das war die erste Runde Among Us. Leider hat der gelieft, der Verräter. Aber ich vermute mal, dass es dieser David war. Und ja, Mann, ihr habt es ja gerade gesehen. Und ja, Mann, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao. Jetzt alle auf den Abo-Button drücken. Lass es los. Kostenlos. Jetzt kostenlos bei eBay verkaufen. Sicher mit dem eBay-Verkäuferschutz.